Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu der Nutzerkonferenz. Sie haben schon gemerkt, vor Ihnen steht nicht die Frau Professorin Schwertle, die eigentlich das Grußwort heute sprechen sollte. Sie ist sehr kurzfristig wegen eines Terminkonflikts ausgefallen. Mein Name ist Matthias Greiner. Ich leite hier am BFR die Abteilung Exposition und ich freue mich, dass ich Sie alle hier zur 13. BFR-Nutzerkonferenz über Produktmitteilungen begrüßen darf. Wir haben hier im Raum etwa 40 Teilnehmende und ich höre, dass wir online etwa 500 Teilnehmer haben, also eine sehr große und sehr wichtige Veranstaltung. Ich begrüße daher auch insbesondere die online zugeschalteten aktiven Gäste, Herr Lars Hoffmann vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Von der Stelle sehr herzlich begrüßt. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei sind. Herr Dr. Nikolai Heuer von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Bauer. Auch an Sie einen herzlichen Gruß. Und ich freue mich natürlich auch insbesondere, dass wir Herrn Daniele Ape von der Europäischen Chemikalienagentur in Helsinki, von der ECHA, heute dabei haben. Persönlich, nach den Jahren der Pandemie, ist es eine ganz besonders große Freude, dass wir uns hier wieder persönlich vor Ort austauschen können mit Ihnen. Sehr herzlichen Dank, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. Dies und last but not least natürlich Frau Luisa Östbjerg vom Giftinformationszentrale Stockholm. Ich habe jetzt nicht versucht, das korrekt auf Schwedisch auszusprechen. Frau Östbjerg ist auch online zugeschaltet und auch an Sie einen herzlichen Dank, dass Sie heute hier mit dabei sind. Ja, dies ist, wie gesagt, die 13. Nutzerkonferenz. Viele von Ihnen werden diese Veranstaltung bereits kennen und auch geschätzt haben in den letzten Jahren. Es gibt aber auch einige Teilnehmende, die vielleicht heute das erste Mal mit dabei sind. Und insofern werde ich Ihnen ganz kurz noch mal erläutern, wie der Kontext dieser Veranstaltung ist. Wir sind als BFR die für Deutschland benannte Stelle zur Entgegennahme von Produktinformationen von der Industrie mit größter Bedeutung für die Informationen gemäß Artikel 45 des Anhangs 5 der CLP-Verordnung. Wir nehmen hier am BFR die Datenempfang. Wir überprüfen sie auf Vollständigkeit, auf Schlüssigkeit und wir leiten sie schließlich weiter an die 7 Giftinformationszentralen der Länder. Dort werden diese Daten für die medizinische Notfallberatung verwendet, also ein sehr wichtiges gesundheitspolitische Aufgabe, an der hier tatsächlich Bund und Länder sehr eng zusammenarbeiten. Wir arbeiten daher in der Tradition sehr eng mit den Giftinformationszentralen zusammen und es freut mich auch, dass auch einige Teilnehmer aus den Giftinformationszentralen heute dabei sind. Diese Konferenz findet in diesem Jahr zum zweiten Mal in dieser hybriden Form online und Präsenz statt. Das ist für uns immer wieder eine große Herausforderung und auch sicherlich für einige der Teilnehmenden. An dieser Stelle dann auch nochmal Dank an die Technik hier vor Ort und auch an Sie, dass Sie eine hybride Veranstaltung dann eben hier auch so stark und so zahlreich mit unterstützen. Wie gesagt, wir rechnen mit etwa 500 Teilnehmenden. Das mag etwas fluktuieren über die Zeit, aber wir sehen doch, dass dieses Format der Veranstaltung immer wieder auf sehr großes Interesse führt und das freut uns natürlich außerordentlich. Sie haben auch schon gemerkt, dass die Konferenz simultan in Englisch übersetzt wird. Ich sehe hier auch einige mit Kopfhörern im Raum. Für Sie an dem Videokonferenz-Tool können Sie den Kanal Ihrer Wahl natürlich auswählen. Nun, die Zeit seit unserer letzten Nutzerkonferenz vor etwa einem Jahr war geprägt durch die unvermindert sehr große Zahl an Produktmitteilungen nach dem neuen europäisch harmonisierten Verfahren, nach dem die Poison Centers ihre Informationen erhalten, dem sogenannten PCN-Verfahren, Poison Center Notification. Dabei waren natürlich
weiterhin auf der Seite der Industrie, aber auch auf den Seiten des BfR und auf der Seite der Giftinformationszentren auch wiederum starke Herausforderungen zu bewältigen. Und hierüber werden wir auch heute sprechen. Sie werden einige Vorträge zu diesen Herausforderungen und Lösungsansätzen hören. Der Schwerpunkt des Programms liegt heute, auch wie schon in den vergangenen Jahren bewährterweise, auf typischen Problemen und den Lösungen dafür, illustriert an rechtlichen und technischen Fragen, die nicht nur uns hier am BfR erreichen, sondern auch die Helpdesk bei der ECHA, bei der Bauer. Und insofern ist das hier eine Plattform, in der Sie auch Ihre ergänzenden Fragen und Kommentare sehr fachkundig und sachkundig diskutieren können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine interessante Veranstaltung und einen erfolgreichen Verlauf.